sitzt neben mir. Ist dieser Wiesentermin jetzt auch so ein bisschen eine Belohnung für die letzten Wochen, weil es lief ja eigentlich einwandfrei? Ja, Belohnung würde ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich ist das einer der schöneren Termine zur Wiesenzeit. Wie gesagt, die Wiesen gehört zu München, genauso wie der TSV auch zu München gehört. Und das ist einfach ein schöner Termin. Und ja, wir stehen gut da, das freut uns. Aber wir haben am Samstag auch ein ganz, ganz schweres Spiel vor der Brust. Und dementsprechend ist heute ja, mehr als alkoholfreies Bier nicht drin. Also kein Alkohol, überhaupt kein Alkoholfokus aufs Spiel? Nein, nur der Trainer darf eine Maß trinken oder zwei. Weil er auch genauso wie wir in den letzten Wochen sehr gut gearbeitet hat. Da kann er sich mal eine gönnen, aber für uns ist es heute alkoholfrei. Sehr brav, sehr brav. Wie schafft man es, sich immer weiter zu motivieren und nicht auszuruhen auf dem guten Ergebnis? Aber wie schafft man das einfach? Ja gut, wir sind natürlich Profis und wir wollen uns immer verbessern. Wir wissen auch, dass die Saison extrem lang ist und selbst wenn wir Meister werden würden, dann würde es ja noch nicht den automatischen Aufstieg bedeuten. Dementsprechend wissen wir, dass wir uns auch immer konzentrieren müssen. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, 12 oder 13 Spiele gespielt. Natürlich, wir sind gut gestartet. Wir haben das erste Drittel der Saison sehr, sehr gut überstanden. Aber gerade mit Schwein vor der Brust kann man sich nie ausruhen in der Liga. Dann wünschen wir Ihnen und allen anderen Spielern und natürlich der ganzen Mannschaft, dass es so weitergeht wie bis jetzt. Und ich gebe ab an Alex und Marion auf die Empore.